Leute, was geht ab und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen FIFA 17 Squad Builder Challenge und zwar heute zu Marco Parolo als Squad Builder Challenge. Und ja, das war echt eine sehr schwierige Aufgabe. Und hier seht ihr gerade das Team, was ich für Marco Parolo gebraucht habe. Und zwar brauchen wir ein 84er Rating, zwei Italiener, drei Team der Woche Spieler und 80 Chemie und natürlich 11 Spieler. Ich habe hier noch Kameni und Mali reingetan, die ich ja eh nicht verkaufen konnte. Und Gonalon. Und ja, ich musste hier Lahm noch mitnehmen, weil es nicht anders ging. Ich saß da auch ewig dran. Und am Ende mussten wir für diese Challenge, glaube ich, 70k, also mit den Informs 70k oder so, ist, glaube ich, das Billigste, was man für diese Challenge machen kann. Und dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt hier Marco Parolo ab. Eine richtig nice Karte. Hat 5 Stats, über 80, Tempo 75, ein richtig guter Allrounder. Oh mein Gott, also eine richtig nice Karte. Also macht das wirklich Challenge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt beim fertigen Team um Marco Parolo. Hier seht ihr dann nochmal Marco Parolo, wie wir ihn hier in unserem Verein haben. Und ja, das Team haben wir uns um Marco Parolo gebaut. Und zwar vorne ein bisschen Bundesliga, links Liga BFA und rechts Serie A. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Partie. Let's go! Schön, Marco Parolo. Macht er ganz stark. Sehr schön gemacht, wieder auf Kingsley Coman. Kingsley Coman spielt ihn wieder auf Parolo. Wird das erste Tor? Nein, der Keeper hält. Aber stark gemacht von Marco Parolo. Schön. Aber wieder auf Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski und Dowski. Und das ist ein Foul. Es gibt Elfmeter. Und nicht wundern, ich werde natürlich nur Szenen von Marco Parolo reinschneiden. Weil es ja schließlich um diesen Spieler geht. Und ja, das war ein ganz klares Foul. Und wir werden den Elfmeter natürlich mit Marco Parolo schießen. Und wir treten an. Oh mein Gott, Leute, da haben wir richtig viel Glück. Aber Marco Parolo schießt sein erstes Tor für uns. Sehr schön, da haben wir echt viel Glück gehabt. Marco Parolo, schöner Doppelpass. Wieder auf Marco Parolo. Flacher Pass und da fällt das 3:1. Sehr schön gemacht. Marco Parolo macht hier seinen Doppelpack. Ich muss sagen, mit dem zu schießen ist echt richtig gut. Ich kann richtig gut mit dem spielen. Und das ist einfach richtig schön ausgespielt. Und Marco Parolo macht hier den Ball rein. Und schon Kingsley Coman wieder auf Parolo. Parolo, mein Gott, Leute. Dieses Tor, Leute. Der Typ geht echt unnormal ab. Also, wenn ihr die Coins noch habt und so, dann holt euch auf jeden Fall diese Squad Builder Challenge. Oder holt euch die normale Karte. Der Typ geht echt richtig ab. Er hat echt einen richtig guten Abschluss. Und das sieht man hier. Er macht hier ein Traumtor. Das ist sein drittes Tor. Am Ende muss ich sagen, Marco Parolo hat mir echt richtig gut gefallen. Ich glaube, die 75.000 Coins waren es dann am Ende wert, weil der Typ hat mir echt richtig gut gefallen und er ist natürlich auch untradable, hat echt einen guten Schuss, lässt sich gut steuern, hat gute Physik, kann sich da mal gut durchsetzen. Also, wenn ihr die Coins habt, kann ich euch echt nur empfehlen, diese Squad Builder Challenge noch zu machen. Ich weiß, die läuft glaube ich jetzt nur noch 5-6 Stunden oder so, da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, ist auf jeden Fall mal gerne ein Like da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao!